herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video stelle ich euch wieder eine richtig coole Trick aus Cydia vor. Diese nennt sich Retrack Data und kostet $1,99 in Cydia. Diese geht leider nur auf dem iPhone und ja, mit dieser Trick habt ihr halt die Möglichkeit zu sehen, wie viel Datenvolumen ihr in diesem Monat schon verbraucht habt oder in den letzten 7 Tagen. Oder wenn ich noch einmal weiterwische, dann wird das Datenvolumen, was ich heute bisher verbraucht habe. Ja, in meinem Fall sind das heute 10,5 MB. Ja, das ist vor allen Dingen für die Leute mit einer Flatrate für die mobilen Daten halt sehr wichtig. Da kann man dann einfach schnell mal gucken, wie viel MB ich diesen Monat schon verbraucht habe. Ich habe insgesamt einen Limit von 500 MB und diesen Monat habe ich halt schon 170 MB verbraucht. Ja, und hier an diesem Balken wird halt angezeigt, wie viel MB ich jetzt pro Tag verbrauchen dürfte, damit ich für diesen Monat gut rumkomme, ohne dass jetzt die Flatrate gedrosselt wird. Ja, das wären in meinem Fall 16 MB. Das reicht mir aber auch vollkommen aus, da ich jetzt auch nicht so viel mobil im Internet drin bin. Ja, es gibt auch noch einige Einstellungen dazu. Dazu muss man das Ganze natürlich erstmal unter den Mitteilungen aktivieren. Da muss man hier einfach in der Zentrale aktivieren. Und wenn ich jetzt hier einfach noch ein bisschen runter scrolle, dann sehen wir hier Retrack Data. Und da kann ich halt hier das monatliche Datenvolumen eingeben. Und den Anfangswert, bei wem das Ganze starten soll, da würde ich natürlich empfehlen bei 0. Das macht sonst eigentlich auch keinen Sinn, da etwas anderes reinzuschreiben. Dann, ab welchem Tag die Rechnung beginnen soll. Da habe ich auch ab 1. des Monats. Und dann haben wir hier noch den Platzsparmodus. Wenn ich das Ganze aktiviere, dann ist das wesentlich kleiner. Und Bar umkehren. Da wird halt einfach der Balken umgekehrt. Was vorher weiß war, ist jetzt schwarz und umgekehrt. Ja, ich finde es aber so mit den Standardeinstellungen eigentlich am besten. Man kommt da richtig gut klar. Ja, das Ganze ist wirklich ein sehr, sehr cooler Tweak. Vor allen Dingen für die Leute mit einer Internet-Flatrate. Da kann man einfach ganz schnell gucken, wie viel MB man diesen Monat schon verbraucht hat. Ja, ist nur zu empfehlen meinerseits. Ansonsten war es schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen nach oben geben oder mich abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt und ihr weitere Videos von mir sehen möchtet. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.